So, hallo und willkommen auf ltmswagen.de. Aktuell lade ich gerade einen Film auf YouTube hoch über DSL. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie mich das auch in der Downloadgeschwindigkeit einschränkt. Ich lade hier diesen Film gerade hoch. Und wenn ich jetzt ganz normal surfen möchte, ist dieses eigentlich schon nahezu nicht mehr möglich. Gerade jetzt hier mal auf die Vodafone-Seite. So, man sieht jetzt hier um die Maus dann so ein Rad. Es dauert und dauert, bis da die Seite sich mal so langsam aufbaut. Das ist eigentlich schon wirklich fast eine Zumutung. Bis sich hier dann alles aufbaut. Ich komme jetzt gerade vor, wie wenn ich eine DSL-Leitgeschwindigkeit hätte. Das ist jetzt nur, weil ich nebenher einen Film auf YouTube hochlade. Wenn ich jetzt dann beim Surfen bin über LTE, dann merke ich da eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich gerade einen Film hochlade oder nicht. Wenn ich einen Film hochlade über die normale DSL-Leitung, DSL 16.000, dann bremst es auch dementsprechend meine Surfgeschwindigkeit enorm aus. So, wir sind jetzt hier gerade auf unserem Facebook-Channel. Dürft ihr natürlich gerne besuchen und hier ein Gefällt mir abgeben. Jetzt lassen wir hier mal über Facebook ein Video laufen, gucken mal, ob denn das überhaupt flüssig läuft. Anschauen geht noch. Aber so das allgemeine Surfverhalten, das lässt uns echt zu wünschen übrig. Gucken wir gerade mal unsere YouTube-Seite an, wie schnell sich denn da die Seite aufbaut. Man sieht hier schon, dass da ein Bild nacheinander sehr langsam geladen wird. Ich gehe jetzt mal auf Vodafone.de. Ja, da müsste es dann am extremsten sein. So, wenn man mit DSL dann nebenher einen Film hochlädt, dann macht das Surfen auf jeden Fall keinen Spaß mehr. Man muss dann immer warten, bis dann der Seitenaufbau erfolgt. Bei LTE, da spürt man eigentlich gar nicht, dass man gerade nebenher einen Film hochlädt. Da läuft dann das Internet im Download ganz normal weiter. Hier mit der DSL-Verbindung jetzt merkt man das dann schon extrem. Was wir jetzt mal machen können, ist auf Google Maps zu gehen. Jetzt muss ich schnell eine Pause machen. Kleiner Moment, komm gleich zurück. So, melde mich zurück. Das war nur ein Werbeanruf. Dieses habe ich jetzt natürlich beendet.
gehen wir mal hier auf Google Maps. Also man merkt jetzt schon hier, dass sich die Seite sehr langsam aufbaut. Zeigen momentan echt gerade den Grenzen auf. Mein Held, bin ich denn mit dem Upload schon fertig? Ne? Dann gehen wir doch mal nochmal nach Ulm und schauen uns nochmal das Ulmer Münster an.